Events-Interesse da ist. Man muss jetzt nicht, kann aber und würde auf jeden Fall gerne das Thema Connext vorstellen. Das ist eben die Interaktivität zwischen Portable Devices, meinem privaten Handy, meinem iPad und meiner fest verbauten Avionik. Und das zweite Thema ist natürlich die Autopiloten. Und wenn dann noch Zeit und Interesse da ist, würde ich gerne eine nähere Vorstellung von Garmin Pilot machen, wenn das was ist, was Sie auch interessiert oder was euch auch interessiert. Die anderen, kommen die anderen Buben noch? Weiß keiner. Ja, müssten schon kommen. Müssten kommen. Um Connext mal vorzustellen, kurze Frage. Wer fliegt alles mit einem Tablet-PC? Wer hat ein iPad zur Flugvorbereitung oder hat es dabei? Okay, die meisten. Ja? Also jeder hat mittlerweile ein Smartphone. Die meisten nutzen ein iPad zur Fliegerei oder ein anderes Tablet-PC. Und diese Systeme waren aber bisher immer getrennt voneinander. Und ich habe ein kurzes Video nochmal vorbereitet und vorgestellt und möchte vorstellen, dass eben die gesamte Welt von Connext mal umfasst in einem Fallbeispiel. So, jetzt muss man schauen, wie das jetzt hier wieder funktioniert. Your mobile device and Garmin Pilot.
suggested images and audio of your flight. American Dream, sozusagen. Und Good evening everyone and welcome to Sporty List. Entschuldigung, das läuft hier gerade noch weiter. And use your iPad with your panel mount avionics. This evening we have Michael Kerrigan from Garmin, an expert in all things Garmin avionics, iPad and iPad applications. Klassiker. So. Er hat meinen Vortrag gehackt. Ja, das war Joey Ferreira. Bitte was? Das ist der Nachteil von immer verbunden. Das ist der Nachteil von immer verbunden, ja, aber man braucht ja immer noch einen Aufwecker und sagt, wer redet denn jetzt eigentlich? Also, was wollte ich sagen? Connectivity ist die Zusammenarbeit von eben den Personal Devices, iPad und iPhone im Bereich der Flugvorbereitung, Flugplanung, Database Maintenance, dass man seine Avionik auch immer brav auf dem aktuellen Stand hält, und eben auch Logbook Entries und die tatsächliche Navigation. Man kann somit mit diesem Connex, mit dieser Connectivity sein iPad als festen Bestandteil seines Fluges einplanen und nutzen. Und man braucht dazu zwei Dinge im Prinzip. Zum einen unsere Garmin Pilot Application. Das ist eine Navigations-App, die wir vor 3 oder 4 Jahren dem Markt vorgestellt haben, glaube ich vor 3 Jahren, und die sich seither extrem entwickelt hat. Und ich weiß nicht, ob es mal Piloten unter euch gab, die das erste in der ersten Stunde mal angeguckt haben. Mittlerweile ist diese App die einzige App, die ich noch nutze für meine Operations. Also ich bin VFR und AFA europaweit unterwegs. Ich habe das große Vergnügen, eine 1978er Cessna 182 zu fliegen, die natürlich hübsch ausgerüstet ist, muss man sagen. Ich habe gute Beziehungen dahingehend. Johanneville. Ja, richtig. Komplettes Bendix-Stack. Aspen Displays. Nein, natürlich von Garmin G500 im Prinzip alles, was da hinten in der Demo-Box ist, habe ich auch in meinem Flieger drin. Und ich nutze diese Applikation nicht nur zu Demo-Zwecken, sondern für meine echten Flugprogramme. Sowohl um meinen Flugplan zu erstellen, um mein Routing zu bekommen, um meinen Flugplan zu feilen, um meine Weight and Balance, meine Fuel Calculation, meine Checklisten zu machen und auch mein gesamtes Logbuch ist da drin abgebildet. Und ich nutze keine zusätzliche Applikation. Das Einzige, was ich aus Sicherheitsgründen ab und zu noch mache, ist, dass ich noch ins flugwetter.de reinschaue, um mir die Icing Forecasts anzugucken, um das abzugleichen mit dem, was ich aus meiner App schon habe. Aber es ist einfach eine Redundanz, um das anzuschauen. Ansonsten habe ich keinen weiteren Bedarf an irgendwas anderem. Und das für VFR und eben IFR Operations. Und das Zweite, was ich benötige, ist ein Flightstream 510. Und dieser Flightstream 510 ist im Prinzip eine kleine MMC-Karte. Sie sieht aus wie eine SD-Karte, hat auch den Formfaktor und die Größe einer SD-Karte, aber ist eben wesentlich mehr als nur ein Memory-Stick, Memory-Karte. Es ist im Prinzip ein kleiner Transceiver, der hier mit einem WLAN und einem Bluetooth-Modul ausgerüstet ist. Und dieser silberne Kleber, den man da sieht, ist kein Aufkleber, ist eine Antenne.
Und deswegen finde ich ein Wunderwerk der Technik in der Größe von der SD-Karte, hat Memory drauf, ein Memory-Chip, hat eben WLAN und Bluetooth. Und das ermöglicht mir die Konnektivität mit einem GTN, um den Database-Concierge zu nutzen. Da geht es um Wireless Database Management. Alle 28 Tage gibt es einen neuen Cycle an Databases. Wer fliegt IFA? Viele. Also, wir müssen per Gesetz aktualisierte Datenkarten dabei haben. Und sobald dieser neue Cycle zur Verfügung steht, lädt sich der automatisch auf mein iPad, Garmin Pilot, herunter und verbleibt da bis zu dem nächsten Zeitpunkt, wo ich in mein Cockpit gehe, die Avionik anmache und sich mein iPad mit meiner Avionik verbindet und von dort aus werden die neuesten Datenbanken aufgespielt. Ich muss keine SD-Karte mehr aus dem Flieger nehmen, in meinen Computer stecken, Database runterladen, womöglicherweise geht es nicht im Hangar, weil ich da kein WLAN habe, sondern dann muss ich die Karte mit nach Hause nehmen, dann bleibt sie da liegen, wenn ich auf dem Weg zum Flughafen bin, etc. Wir kennen das alles, wo man sagt, verdammt, und dann fliegt man vielleicht doch mit veralteten NAV-Punkten und so weiter. Das ist damit obsolet, ich muss keine SD-Karte mehr austauschen, ich kann das alles drahtlos machen. In Verbindung mit einem GSR 56, da haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, das ist unser Iridium-Modul, habe ich die Möglichkeit, sowohl Telefonanrufe als auch Text-Messaging, so wie es der Kollege eben gerade im Video gemacht hat, von der Device machen, wo auch meine Kontakte gespeichert sind. Weil ich habe ja meine Kontakte nicht im GTN, sondern ich habe sie da drin. Das heißt, ich nutze dieses Gerät, um eine Text-Message zu verschicken und die geht dann raus. Und wenn jetzt hier jemand sagt, ist aber so teuer das Iridium, so teuer ist es gar nicht. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel man fliegt. Wenn einer 10 Stunden im Jahr fliegt, ist es schon teuer, zugegeben. Aber für jeden, der irgendwo zwischen 50 und 100 Stunden im Jahr seinen Flieger bewegt, die Subscription für das Iridium kostet $79 im Monat. Und das ist im Prinzip was, wo man alle 10 Minuten neues Wetter bekommt, unlimited text messages verschicken kann und 30 Minuten Telefonie pro Monat inklusive hat. Das ist überschaubar, wenn man das auf die Flugstunde runterbricht, nicht so schlimm. Ja. Also geht aber in Österreich nur bis Höhe St. Pölten, nicht mehr weiter östlich. Iridium schon, nur die das Wetterbild. Ja. Metas TAF kriege ich, ich kann telefonieren, ich kann SMS verschicken. Das Wetterradar ist richtig, das hört irgendwann mal im Osten auf. Nicht, weil wir es nicht wollen oder können, sondern weil wir einfach niemanden haben, der uns ein Wetterradarbild zur Verfügung stellt. Die Polen sind da sehr restriktiv, auch weil es immer militärische Applikationen sind, die diese Wetterradare betreiben. Schwierig. Wenn es einen Weg gibt, wenn es einen Provider gibt, der sagt, wir möchten es gerne an Garmin verkaufen oder zur Verfügung stellen, her damit. Also Iridium ist weltweit. Die Wetterabdeckung ist eben in Europa Richtung Osten eben irgendwann mal eingeschränkt, was Precipitation angeht. Das stimmt. Zwei Wege Flugplantransfer. Wenn Fabian im Sommer hoffentlich mal zu einem Barbecue von der Europa eingeladen wird und nicht immer nur im Winter kommen muss. Wir kennen ja nicht Co. Aber grillen können sie vielleicht, oder? Dann will er da gerne mit seiner 182er kommen. Weil Lufthansa blöd. Ja? Muss immer über Frankfurt fliegen. Und dann würde ich einen Flugplan machen, der von Mengen und Tengen zu der Destination zum Barbecue geht, egal ob das ein WFA oder IFA Flughafen ist, mach meinen Flugplan auf meinem iPad, lass mir mein Routing machen und übertrage das dann drahtlos in mein GTN. Ich habe, seit ich die GTNs im Flieger habe, noch keinen einzigen Flugplan manuell eingegeben. Das mache ich immer übers iPad. Ich habe ihn manuell modifiziert, wenn ich ein Rerouting bekomme oder wenn andere Wegpunkte in mein Routing kommen. Aber ich habe noch nie einen Flugplan manuell mehr eingeben müssen in der Avionik, weil es sich immer automatisch überträgt. Das ist wirklich eine große, große Erleichterung, weil man es zu Hause beim Bier machen kann oder gemütlich am Abend und dann übertrage ich meinen Flug, meine weiß ich nicht, 45 Wegpunkte und Airways und Routen. Hat das ein Autorouting? Es hat ein Autorouting. Ja. Können wir auch nachher gerne mal anschauen. Ich habe mein iPad ja dabei. Kann man gerne mal einfach. Das Garmin Pilot. Ja, das Garmin Pilot hat ein Autorouting. Ich brauche halt meine App dazu, um dieses Autorouting, diese Autorouting-Funktion zu haben. Was brauche ich für ein Gerät auf der anderen Seite? Ein GTN.
ist dasselbe. Ein GTN oder ein GNS geht auch. Wenn ich ein GNS habe, brauche ich einen Flightstream nicht 510, sondern einen Flightstream 210. Das ist eine kleine Hardwarebox, die ans GNS angeschlossen werden kann. Die hat nicht den Database Concierge, aber Flugplantransfer geht genauso. Ja. Doch, 530, GNS 530 geht mit einem Flightstream 210. Ja, da brauche ich die Hardwarebox dazu und dann geht das. Der Flightstream 210 liegt listenpreis bei $1000. Ja. 510? Der 510, 1500. Funktioniert das System mit Vorflight? Ja. Wir arbeiten, Vorflight kann, oder wir haben unser Protokoll mit Vorflight geteilt. Das Connect-Protokoll, das heißt, die haben nicht den Database-Concierge, aber Flugplantransfer geht auch. Macht ihr das mit SkyDemo noch? Nein. Mit einem anderen europäischen Hersteller? Jeppesen hat das Protokoll, aber die kriegen ja keine App auf die Reihe, die das dann kann. Ja, weil... Außerdem braucht man keinen weiteren. Okay, zurück zum Flightstream 510, was man damit alles machen kann. Alle Informationen, die ich in meinem Cockpit habe, GPS-Position, Fluglage, wenn ich Wetter habe, dieses Iridium-Wetter, auch dieses Wetter, wird dann auch aus der Originalquelle aufs iPad gespielt. Das heißt, die GPS-Position vom iPad, oder es gibt ja auch iPads ohne GPS, wird dann überspielt und man nutzt wirklich dieselbe Quelle an Position. Und wenn ich ein G500, G600 oder ein TXI habe, eben auch die Fluglage, die dann hiermit übertragen wird. Innerhalb, also mit einem Flightstream 510, kommt ein Jahr Garmin Pilot schon inklusive. Die Garmin Pilot Applikation kostet in der Basisversion, glaube ich, 105 Euro pro Jahr. Und wenn ich dann Europa Premium Package mache, wo eben diese ganze Routing- und IFA-Applikationen mit dabei sind, liege ich bei unglaublichen 150 oder 160 Euro pro Jahr. Also auch da, wenn man immer sagt, es ist alles zu teuer bei uns, dann muss man das relativieren, weil ich bin mir sicher, ein Jahr Sky Demon mit den ganzen Cartman-Applikationen ist nicht viel billiger, wenn überhaupt. Ja. Wenn ich mir so eine Connect-Karte reinstecke ins GTN, wo sind die anderen Karten, die normal auf der SD-Karte drauf sind? Da ist Memory mit drauf. Terra auch. Ja, alles drauf. Ja? Also diese SD-Karte bleibt dann auch drin. Okay. Diese MMC-Karte bleibt in diesem Kartenslot, hat Memory eben, die Terrain-Karte bleibt da drauf. NAV-Daten werden ja ins Gerät übertragen und Obstacles bleiben auch auf der Karte. Aber auf dem Portable 695 ist nicht rein, oder? Nein. Geht nur mit dem GTN. Geht auch nicht mit dem TXI, kann ich auch nicht ins G500 stecken, wo ja auch ein SD-Kartenslot ist. Kann ich in ein G1000 stecken, wenn es ein G1000 NXI ist und von dem jeweiligen OEM zugelassen ist. Muss man ganz arg aufpassen. Technische Capability, ja. Zulassung, bitte den jeweiligen Flugzeughersteller dazu befragen. Ja. Nur mal so. Fragen zu Connext. Da kann man natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen, aber das würde dann nochmal eine Stunde allein über Connext bedeuten. Man hat gesehen, ich kann über Connext mit der Uhr meine Actionkamera steuern. Ich kann über meinen Flugplan ja nicht nur an mein GTN übertragen, sondern auch an meine Uhr. Und es gibt unglaublich viele Verbindungen, die denkbar sind. Was auch vielleicht neu ist, und das hole ich mal kurz von da hinten, auch im Bereich von Connext eingebettet wurde, ist ein Produkt, das heißt InReach Explorer. Kommt eigentlich aus dem Outdoor-Segment, hat aber den großen Vorteil, es ist ein portables Iridium- und GPS-Modul. Und mit diesem kleinen Gerät hier habe ich die Möglichkeit, die zwei zusammen können ebenfalls in der Luft SMS verschicken, empfangen und ein Tracking ermöglichen. Das ist im Prinzip so ein kleines Safety Personal Beacon
Ich habe hier im Prinzip ein GPS-Modul drin, ich habe Iridium mit drin, ich habe einen SOS-Button mit drin. Das heißt, wenn ich irgendwo mal in einer verzwickten Lage bin, kann ich da drauf drücken und dann kommt jemand, der mir hilft und der sieht auch, wo ich bin. Der sieht meine jetzige Position und wenn ich mich weiter bewege, sieht er auch, wie ich mich weiter bewege. Und das ist natürlich ein zusätzliches Safety-Tool, das eigentlich an jede, zumindest wenn man mit Schwimmweste fliegt, an jede Schwimmweste noch hingehört. Das kann man aber eben auch für alle Outdoor-Applikationen, wenn man mal in die Berge geht oder auch zum Seegang, auch hier verwenden. Es ist ein weltweites System, funktioniert auch und eben, wie gesagt, ebenfalls in die Connex-Welt eingebettet und funktioniert auch mit der Garmin Pilot App. Gut, ganz kurz zu ADS-B. Was wissen wir über ADS-B hier in Europa? Ist es bekannt, mehr oder weniger? Das gibt es nicht für die Kleinen. Es gibt kein Mandate für die Kleinen. ADS-B gibt es natürlich für die Kleinen. Man muss da ein bisschen aufpassen, was denn alles momentan diskutiert wird. Also, ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. So heißt die Technologie und bedeutet im Prinzip die automatische Positionsbestimmung, ohne dass ich irgendeinen Radarbeam angekitzelt werde. Alter Transponder, Mode Charlie oder Mode S Transponder, wenn der Radarbeam kommt, gibt er sein Echo zurück. Seine Sekundärinformation wird wieder empfangen und ausgewertet. ADS-B hingegen macht einmal pro Sekunde, hier bin ich, das mache ich, der bin ich, da fliege ich hin und so weiter. Ohne dass er von irgendeinem Drittgerät angepingt werden muss. Im USA ist es eine Vorgabe, es ist ein Mandate, dass bis 2020 jedes Luftfahrtzeug ADS-B ausgerüstet haben muss. ADS-B out, wohlgemerkt. Es gibt einen Unterschied zwischen ADS-B out und ADS-B in. ADS-B out ist, ich strahle einmal pro Sekunde meine Position ab und eben 49 weitere Datenpakete, die auf diesem ADS-B-Signal aufmoduliert sind. Funktioniert auf der 1090 MHz Frequenz, das ist die Transponderfrequenz, internationale Frequenz und ist ein europäisches Mandate für alles, was schneller ist als 250 Knoten und oder schwerer als 5,7 Tonnen. Alle Airliner, Business Jets, Spaßflugzeuge für die, die es sich leisten können, etc. Irgendjemand dabei, der schneller ist als 250? Schwerer als 5,7? Auch nicht. Okay, für all die, die im Raum sind, ist ADS-B freiwillig. Es gibt keine Verpflichtung, hast du recht, Erik. Allerdings, witzigerweise, ist das das Einzige, wo die Leute sagen, ja, das macht ja eigentlich Sinn, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Und somit kriegen wir ein unglaubliches Interesse an ADS-B-Lösungen, auch hier in Europa. Was uns natürlich freut, weil wir natürlich eine umfassende Lösung haben. Da profitieren wir jetzt in Europa davon, dass es in den USA eine Vorgabe ist, ein Mandate ist, dass es jeder haben muss, haben wir natürlich eine völlige Bandbreite an Lösungen, die auch hier in Europa uns helfen können. Und wir verkaufen auch nur noch ADS-B-Transponder. Das heißt, wenn es einen neuen Transponder von uns gibt, dann ist der automatisch schon ADS-B-out. Und schon allein auf dieser Tatsache basierend kann man davon ausgehen, dass in 5 bis 10 Jahren die Anzahl der ADS-B-Targets deutlich steigt. Auch die ganzen kleinen Ultralights und so weiter, die Powerflarm-Targets etc. haben alle ADS-B out. Und insofern sieht man da schon jede Menge in der Luft fliegen. Wir haben eine gesamte Transponder-Familie, die das abdeckt. Die GTX 335 und 345er Serie. Der 335 ADS-B out, schon so wie er ist. Gibt es als Remote-Version, gibt es auch mit einem optionalen GPS-Modul eingebaut, weil eines der Komponenten, die ich natürlich von den Positionsbestimmungen brauche, ist ein GPS. Ein EGNOS oder WAS-enabled GPS muss an Bord vom Flieger sein. Das kann sein ein GTN, das kann ein GNSS 430 oder 530 WAS sein. Das kann aber eben auch dieses hier eingebaute GPS im Transponder sein. Und geht los wie beim selben Listenpreis wie der ehemalige GTX 328, was ja unser Einsteiger-Transponder-Modell war. Der 345 hingegen hat dieselben Features, ist aber auch schon ADS-B in. Der kann diese ganzen ADS-B-Targets empfangen. Und hier steht es jetzt, der ist Connex-capable. Haben wir ja gerade kennengelernt. Der kann irgendwas verschicken. Das ist ein Bluetooth-fähiger Transponder, der dieses ADS-B-Target oder diese ADS-B-Informationen an mein iPad weiterreichen kann. Weil nicht jeder
hat ja ein GTN oder ein G500 oder ein TXI in seinem Flieger verbaut, möchte aber vielleicht trotzdem AGSB haben und deswegen kann der das per Bluetooth auf ein Portable schicken, auf unsere Era 660 oder auf die iPads. Und insofern haben wir hier natürlich eine relativ kostengünstige Lösung, auch AGSB an Bord von kleinen Flugzeugen zu haben. Also hier sieht man jetzt diesen Transponder und er zeigt das AGSB auf dem iPad an. So viel zum AGSB, da will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Nur so viel, es ist eben in Europa keine Pflicht für Part 23 Class 1 und 2 Flieger, erfährt aber ein unglaubliches Interesse neben 833. Okay. Autopiloten. Endlich. Ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben, sonst wäre es ja nach der Pause alle gegangen, ist doch klar. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir dieses E5 an den Markt gebracht haben und dass dieses E5 auch Third-Party-Autopiloten steuern kann. Oh, steht mein Wasser im Weg. Entschuldigung. Das G5 kann Third-Party-Autopiloten ansteuern mit Heading und Course Arrow. Und dann haben wir gedacht, wenn das G5 schon einen Autopiloten ansteuern kann, wo ist denn eigentlich der Garmin-Autopilot? Und somit haben wir unseren dritten First-Timer dieses Jahr an den Markt gebracht, Retrofit-Autopiloten. Und wir haben nicht nur einen Retrofit-Autopiloten vorgestellt, wir haben zwei Retrofit-Autopiloten vorgestellt, dieses Jahr zu Oshkosh. War irgendjemand Oshkosh dieses Jahr? Okay, haben wir uns nicht gesehen. Vielleicht doch. Ja. Das waren ja nur zwei, drei Leute dort. Ja, tagsüber. alle schon mal bei Oshkosh, wer noch nicht war, unbedingt hingehen. Wer irgendwas für die Luftfahrt übrig hat, muss da einmal im Leben hingegangen sein, kann ich nur empfehlen. Völlig verrückt dort. Also Oshkosh ist für uns eine der wichtigsten Veranstaltungen, wo wir normalerweise schöne und tolle neue Produkte vorstellen, so auch dieses Jahr eben mit zwei unterschiedlichen Autopiloten. Und die schauen wir uns mal im Detail näher an. Zum einen den GFC 600 und den GFC 500. Der GFC 600 ist im Prinzip ein Solid-State, Attitude-Based Autopilot. Solid-State bedeutet digital, keine mechanischen Kreisel etc. Alles digital. Attitude-Based, also fluglagebasierter Autopilot, tendenziell für High-Performance Single, Twin-Engine and Turbine-Aircraft. Also einer, der auch deutlich größere Flugzeuge bewegen kann als die 152er. Funktioniert mit einem breiten Band von Fluggeschwindigkeiten und Performance-Charakteristiken. Schauen wir uns gleich näher im Detail an. Auf der anderen Seite der GFC 500, ein Low-Cost-Autopilot für weniger komplexe Flugzeuge, Single-Engine-Piston, 172er, 182er, PA-28 etc., der auf dem G5 als Attitude Source basiert. Beide Autopiloten haben einige oder eigentlich die wichtigsten Eigenschaften gemein. Zum einen, wie gesagt, modernstes Design, haben neue Servotechnologie, sind alles brushless Motoren, haben keine Mechanical Clutch mehr, also nicht mehr dieses Einklacken. Keine Kupplung mehr in dem Sinn, sondern sind im Prinzip haben eine Magnetkupplung, die den Motor immer mit ins Spiel nimmt, aber keine Reibungspunkte mehr hat. Dadurch, dass es ein brushless Motor ist und keine Kupplung hat, haben wir hier eine Möglichkeit, eine sehr, sehr reduzierte Maintenance zu haben. Und das Einzige, was ja immer früher kaputt gegangen ist beim Autopilot, waren halt die Servos, die sind gebrochen, da ist der Motor kaputt gegangen, durchgeraucht etc. Das findet hier halt nicht mehr statt. Und durch diese Kupplung, durch diese Servotechnologie ist der Autopilot natürlich auch viel dynamischer in seinen Inputs, die er an den Flieger weitergibt. Die können ganz leicht sein mit ganz wenig Torque, die können aber auch richtig kräftig sein und schnell, wenn es mal sein muss. So wie man halt selber fliegt. Meistens fliegt man ganz, ganz soft und man muss mal dazu packen. Und so macht es der Autopilot auch.
eingebaute GPS Row Steering Capability, um einfach auch schon die Wegpunkte nicht zu überfliegen, sondern schon vorher ganz schön geschwindigkeitsbasiert um den Wegpunkt herum abzubiegen, sodass man eigentlich einen total schönen Flugweg auch hat. Was beide Autopiloten gemeinsam haben, sind nicht nur dazu da, um von Wegpunkt zu Wegpunkt zu fliegen. Das ist die kleinste Aufgabe, die die wahrnehmen. Es ist im Prinzip eine Erhöhung der Sicherheit, des Sicherheitsnetzwerks im Flieger. Die beiden Autopiloten haben Funktionen, die sie auch vom restlichen Angebot am Markt deutlich abheben. Zum einen mit einem Level Mode, das ist der blaue Knopf, den man drücken kann und das Flugzeug, egal aus welcher Lage, mal Rückentrudeln abgesehen vielleicht, wieder zurück ins Straight-In-Level bringt. Die Idee ist dahinter, der Pilot ist schwindelig, fühlt sich nicht gut, ist abgelenkt, brennende Zigarette ist runtergefallen. Ja? Na bitte, das Zucker. So was passierte. Das Zucker. Genau. Welche Gründe auch immer, Flugzeug ist in IMC und macht irgendwelche wilde Sachen. Wenn ich nicht mehr weiß, wie weiter, Vertigo, blauer Button, Flugzeug kommt zurück ins Straight-In-Level, automatisch. Soweit, so gut. Aber es geht noch weiter. Beide Autopiloten haben ein Electronic Stability and Protection System, ESP. Und das ist eine Performance, ein Performance Envelope Protection, die mitschaut, auch wenn der Autopilot nicht aktiviert ist, in welcher Fluglage sich das Flugzeug befindet und in welchen Geschwindigkeitsbereichen es sich befindet. Und hier ist die Idee, wieder Pilot abgelenkt, wieder Single Pilot Operations in schlechtem Wetter und Hand Flying fängt an, über 45 Grad zu banken. Aus welchen Gründen? Da kommt so ein kleines Feedback, so eine Force-Feedback-Kraft in den Yoke oder in den Stick, die sagt, hallo, was ist eigentlich los? Und drückt da dagegen. Gleich, wenn die Nase runtergeht, Overspeed Protection, dann nimmt er automatisch die Nase hoch und man spürt es im Yoke. Underspeed, kurz vorm Stall, der nimmt die Nase runter. Und Flugzeuge, die ein GFC 500 und 600 haben, sind in den normalen Flight Operations nicht mehr stallbar, weil der Autopilot einfach vorher schon eingreift und die Nase runternimmt. Zu Trainingszwecken kann sowas natürlich überschritten werden. Das ist klar, wenn man es üben muss oder wenn man auch mal sagt, ich will über 45 Grad banken, weil ich halt mal ordentlich links und rechts ums Eck rum will. Aber es ist ja dafür da, wenn man es eigentlich, wenn man allein unterwegs ist, wenn der Workload groß ist, wenn man weiß, ich habe ein System, das auf mich aufpasst. Airspeed Climb and Descent Modes. Das ist auch eine sehr, sehr große, sehr großer Schritt in die richtige Richtung, was CFD angeht. Die bisherigen Autopiloten am Markt, Retrofit-Autopiloten, kann man nur sagen, ich möchte mit 500 oder 800 Fuß steigen. Das geht bei den meisten Fliegern, oder 1000 Fuß, das geht bei den meisten Fliegern für eine ganze Weile gut und irgendwann mal ist dann halt die Puste aus und der Autopilot versucht weiter die 1000 Fuß steigen aufrecht zu erhalten. Und was passiert? Er nimmt die Nase weiter hoch und trimmt und trimmt und trimmt und irgendwann mal ist die Speed weg und dann bums. Hier stelle ich bei beiden Autopiloten ein, ich möchte mit 95 Knoten steigen, Airspeed. Und ich steige mit 95 Knoten konstant und meine entsprechende Steigrate ist einfach das Resultat aus der vorgewählten Geschwindigkeit. Und die nimmt dann halt mit zunehmender Höhe und weniger werdender Power, nimmt halt die Steigrate ab, aber ich bleibe bei meinen 95. Das Flight Level Change. Flight Level Change on G1000, ganz genau. Das sind die, natürlich die beiden Autopiloten haben diese DNA, haben diese Gene vom GFC 700, was der Autopilot vom G1000 ist, und haben diese Funktionen übernommen. Und deswegen, wer das kennt, will nie wieder was anderes. Auditude Preselect, natürlich, Level Mode, all diese Dinge kommen damit. Das ist, sind wirklich die Dinge und das auch eben bei dem GFC 500 und nicht nur beim GFC 600. Also zusätzliche Sicherheit auch für den Piloten, der halt nicht 100 Stunden im Jahr fliegt, sondern vielleicht nur 15 oder 20. Davon gibt es natürlich immer mehr, die nicht so viel fliegen. Hat einen Flight Director, unterstützt einen Flight Director, hat einen Support für den Toga-Mode, Take-Off and Go-Around. Jeder, der ein GNS oder ein GTN kennt, kommt ja nach dem Approach oder während des Approach irgendwann mal zu dem Punkt, wo ich gefragt werde, Remain Suspended or Activate Missed Approach. Richtig? So, und wenn ich dann sage, Missed Approach, dann wird das hier gekoppelt an den Autopiloten und der Autopilot
bringt das Flugzeug in die entsprechende Fluglage. Und das Einzige, was ich an der Stelle eigentlich noch tun muss, ist Gas geben. Und selbst wenn ich das vergesse und der die Nase wieder hochnimmt und sagt, ich will jetzt eigentlich steigen und meine Speed dann runter geht, dann hänge ich da so mit 55 Knoten vielleicht in der Luft, aber ich fahre nicht runter. Und das ist natürlich in solchen Stresssituationen. Missed Approach, schlechtes Wetter, Seitenwind, Öldruck ein bisschen am Zittern. Ja, also diese Komponenten, die man alle nicht haben will, dann kann es halt schon mal sein, dass ich sage, ich gebe zwar Gas, aber vielleicht nicht ganz oder so. Und dementsprechend habe ich einen Autopiloten, der mir hier extrem unter die Arme greift, im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben beide Autopiloten gemeinsam. GFC 500, das ist ein 172er Cockpit, das ist unsere 172er, die wir in Olathe haben. Dual G5 Installation, wie wir sie vorher schon kennengelernt haben. Und hier sieht man auch, wie das Setup dann ausschauen kann. Mit Airspeed und Höhe und Vertical brauche ich noch, muss noch da bleiben, Turn Coordinator muss da bleiben, das geht. Und hier habe ich dann den Mode Controller. Das heißt, der GFC 500 basiert auf dem G5 und braucht ein G5, um funktional zu sein. Weil das G5 im Prinzip der Air Data Computer und der Attitude Sensor ist. Und das Einzige, was ich dazu brauche, ist eben diesen Mode Controller, wie wir vorher schon kennengelernt haben, mit dem Level Button, mit der Indicated Airspeed, die man hier auswählen kann, etc. Und so sieht es dann aus. Wenn ich das G5 habe, dann habe ich hier mein Altitude Pre-Select. Steuere ich hier Altitude Select, drehe ich hier, wird hier angezeigt. Heading Bug wird hier angezeigt, der Vertical Speed Bug wird angezeigt. Airspeed Target, Flight, also hier wähle ich dann aus, Airspeed, nimmt er immer zuerst meine aktuell geflogene Airspeed und dann kann ich drehen und sagen, welche Airspeed will ich auswählen und damit steigt er weiter oder sinkt auch weiter. Flight Director, Command Bars, etc. etc. Localizer, Gleitsurm, also so sieht es dann aus in der Dual-Installation, man hat hier dann auch eine Redundanz und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr komfortable Installation. Der Mode Controller hat die großen berühmten Buttons vom Layout ziemlich einfach zu verstehen. Level Button, Control Wheel for Pitch, Airspeed und Vertical Speed Adjustment, also hier habe ich so ein Drehrädchen, wie man es auch aus dem GFC 700 kennt. Und wenn ich kein Magnetic habe, dann kann er auch in Track Mode fliegen, also GPS Track. Mark with Measurement heißt, das ist so breit wie ein Standard Center Stack. So breit wie unser Transponder, so breit wie unsere Funkgeräte, so breit wie ein GTM. Passt da also wunderbar rein. Und dazu gibt es eben die entsprechenden Servos. Zusätzlich kann ich es eben integrieren mit dem GNC 255 oder den SL30. Oder wie gesagt, hier brauche ich dann wieder die GAD 29 Box, wenn ich das GTM dazu habe. Sample Configuration, so sieht die Basiskonfiguration aus. Ich habe den Mode Controller, mein G5, das ich separat kaufen muss, Pitch Servo und Roll Server, also zwei Achsen Minimum. Oder ich packe da eben noch einen Pitch Trim mit dazu, dritten Servo dazu, packe dann noch einen Navigator mit dazu, einen Magnetometer oder eben über den NAV Adapter dann den GTN Navigator oder wie gesagt einen GNS 530 oder 430. Und hier ist eben der spannende Punkt: Preise. 172er als Beispiel, im Zweiachssystem, das heißt der Mode Controller und zwei Servos, 7000 US-Dollar Listenpreis. Mit einem G5 zusammen immer noch unter 10.000 US-Dollar. Dreiachs, oder nicht Dreiachs, aber Zweiachs und Pitch Trim, Electronic Trim, immer noch weniger als 12.000 US-Dollar. Mit all diesen Features und Fähigkeiten, die dieser Autopilot mitbringt. Und das ist natürlich schon ein Wort. Muss das ein GTN 750 sein oder geht ein 650 auch? Geht auch 650, Entschuldigung. Also GTN, GNS, es muss halt im Prinzip ein Navigator sein. Es kann sein, was es will. Okay. Ja? Ich vermute, es würde sogar mit Third-Party-Quellen gehen, aber die stelle ich natürlich hier nicht vor. Komisch. Wenn meine B28 wieder fliegt, wer kann mir das in die B28 einbauen? Jeder autorisierte Garmin-Händler kann das verbauen. Wie kompliziert ist es denn, den Servo einzubauen? Der Servo
im Prinzip kommt ja dieses Paket mit allen entsprechenden Befestigungen, Brackets, Halterungen für die PA28. Ach, okay. Es ist ein komplettes Paket. Ja, Installation Kit, Config Kit, alles. Ja, okay. Das heißt, wenn das schon ein alter Autopilot oder Autoflat 2, wo schon Servos drinnen sind, die kann man rausschmeißen und den einreichen. Richtig, die Autos, die Servos müssen auch raus, weil die Servos in ihrer Art und Weise Bestandteil von dem System sind. Ja? Also kommt alles raus, Servos raus, die Brackets kommen raus. Und alles neu von mir. Gibt es einen kompletten Installation-Kit, nicht den Servo? Ist hier alles drin. Alles in diesem Preis ist das gesamte Installation- und Config-Kit mit dabei. Ja. Das ist natürlich, also wir erwarten das FAA STC initially für 172er, also die 172er Range, 182er und PA28. Damit geht's los. Das erwarten wir FAA zertifiziert Ende des Jahres, also noch im Dezember. Und dann hoffen wir, dass die FAA, dass die EASA da auch relativ schnell ist. Wir haben im Bereich G5 sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht. Da waren sie ziemlich flott, was die Validierung angegangen haben. Und deswegen sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir hier auch spätestens zur Aero das gesamte europäische Paket abdecken können. Also Q1 dieses. Kann ich das heute GNS 400 ohne W, 430er, kann ich das auch dazu stellen mit dem G5? Stimmt die zusammen? Ich vermute ja, aber halt dann nicht für GPS-Approaches oder sowas. Aber den. Ja. Das müsste man aber nochmal im Installation-Manual genau anschauen. Ja. Ja. Ich sehe jetzt eigentlich aber keinen Grund, warum nicht. Okay. Fragen soweit zum GFC 500. Wer möchte alles einen haben? Super, hat sich schon gelohnt. Erik ist dabei. Das ist ja, nächstes Jahr. Über den Preis müssen wir noch reden. Ach komm, bitte, also da kann man nicht mehr reden. Wir sind ein armer Club. Ja, ja. So, Robert, die nächsten Slides sind alle für dich. Da haben wir es doch schon, oder? Der GFC 600 ist im Prinzip ein komplett anderes Konzept von Autopilot. Es ist, habe ich ja schon erwähnt, ein Standalone-Autopilot. Das bedeutet, ich kann diesen Autopiloten ohne jeglichen externen Sensor oder ohne jegliches externe Display betreiben. Das ist natürlich was, was es bisher auch nicht gab. Alles, was ich brauche, ist diese Box. Und natürlich die Servos entsprechend. Zielgruppe ist hier die High-Performance Single, Twin Engine und Turbine Aircraft, also alles, sag ich mal, überhalb der 182er. Wir haben 182er und Bonanza sind so die Schnittmengen. Und da gibt es sowohl den GFC 500 als auch den GFC 600. Alles, was da drüber geht, geht dann meistens mit dem GFC 600. Wobei auch da sind wir am Entwickeln und unterschiedliche STCs zu machen. So, auch hier eben hat dieselbe DNA wie der GFC 700 und man hat im Prinzip diesen Autopiloten-Controller. Das kann man jetzt hier schlecht erkennen, es ist halt einfach auch eine Box, ähnlich wie ein Funkgerät. Also nicht nur so ein Control-Panel wie jetzt zum Beispiel beim GFC 500, sondern das ist im Prinzip eine richtige Box. GMC 605 Autopilot-Controller, hier habe ich ebenfalls den Level-Button und mein Wheel. Mein Trimwheel und eben auch eine Annunciation, Panel, was mir den Status und die Informationen zum Autopiloten gibt. Mit den ganz normalen Buttons, wie man sie kennt, ebenfalls Standardbreite und auch die Höhe ist, glaube ich, wie ein GNC 255. Level Button, Vertical Navigation, Indicated Airspeed Modes. Nicht umfallen, bitte. Deutlich größere und leistungsfähige Servos, die eben auch ja, sagen wir mal, bis zu einer theoretischen Beach 1900 betreiben können oder eine King Air fliegen können. Also da sieht man mal, was diese Servos eben leisten können und unterschiedliche Speeds abdecken können. Optional gibt es dann diesen Mode Annunciation und dieses Mode Annunciation Panel. Das heißt, wenn der Autopiloten nicht im Primary Field of View vom Piloten verbaut ist, was bei größeren Cockpits ganz schnell passiert, brauche ich eben diese Annunciation vor mir. Da haben wir das passende Panel dazu, das passt auch in die bestehenden, also in die normalen Panels, die vielleicht solche Annunciation-Felder schon haben.
Und wenn ich jetzt kein AirData-Computer von Garmin habe, also kein G600 oder kein TXI, dann brauche ich noch ein AirData-Modul, um eben Airspeed und Pressure Altitude Quelle in den Autopiloten reinzukriegen. Und da sieht man die Münze daneben, um zu sehen, wie klein das Ding eben ist. Habe ich dann aber eines der Displays, natürlich auch die modernen, die TXI-Displays, dann habe ich natürlich die Annunciation direkt hier im Display hier oben. Da brauche ich dann nicht dieses separate Annunciation-Panel. Und arbeitet natürlich mit all den am Markt befindlichen HSIs oder DGs. Arbeitet mit allen verfügbaren Navigation Sources. Und so sähe eine Basiskonfiguration vielleicht aus. Hab Mode Enunciation, den Autopiloten, hab einen NAV Source, hab drei Servos, Pitch, Roll und Trim und dann dementsprechend noch ein HSI oder ich packe noch einen vierten Servo und Yaw Damper mit dazu oder ich habe eben ein Display, ein Garmin Display, wo ich dann nicht dieses Enunciation Panel mehr benötige. Preislich liegen wir hier auch in einem sehr attraktiven Bereich für diese Kategorie von Autopiloten. Das ist sicher ein Fehler, da kommen wir schnell. Ich bedauere dich gleich. Alles relativ, genau. Preisbeispiel: Bonanza, 2-Achs ungefähr 20.000 US-Dollar, 3-Achs ungefähr 25.000 US-Dollar und die Baron liegt ein bisschen oben drüber. Wir haben, ja. B58 ist preislich gleich, aber hier geht es um das STC Availability. Ne? Wir haben STC für die B55, für die A36 und für die 182er Cessnas. Da ist das STC auch schon EASA validiert, also jeder, der hier loslegen möchte, kann loslegen. Produkt ist verfügbar, wird ausgeliefert und schon die ersten Installationen. Die B58 ist imminent, also wird gleich hinterher gejagt. Und das gesamte Prozedere der Zertifizierungen und die STCs, die hier erstellt werden, ist einfach ein ongoing process. Wir haben vier unterschiedliche Teams, die gleichzeitig an neuen Plattformen arbeiten. Aber die Zulassungsverfahren für einen Autopiloten ist mit das Härteste, was man machen kann. Weil man zu allen Plattformen ein Flight-Test-Programm nachweisen muss. Man muss für alle neue Plattformen eben die entsprechenden Installation-Kits entwickeln, wieder zulassen. Selbst wenn das Kerngerät dasselbe ist und auch schon zugelassen war, jede Plattform ist anders, jedes Flugzeug hat eine andere Charakteristik. Das muss alles neu zugelassen werden. Das heißt, pro Plattform gehen locker 2 bis 3 Monate Zulassungsverfahren ins Land. Unser Ziel ist, die wichtigsten Plattformen innerhalb der nächsten 3 bis 3,5 Jahre abzudecken. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber irgendwo muss man anfangen und wir freuen uns natürlich über jeden Input, wenn einer sagt, ich habe dieses Flugzeug und ich möchte diesen Autopiloten. Davon ist es auch halt abhängig, wie gegebenenfalls priorisiert wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel DR42 habe, der nur mit einem K140 herumfliegt. Ja. Was nehme ich da, den 500er oder 600er? Oder? Der wäre der 600er dann. Sicherlich der richtige, wenn die Zulassung da ist. Ja. Das Problem ist. Kann ich nicht den 500er nehmen? Nein. Das Problem ist, weil das 500er ein G5 braucht. Dieses G5 in einen G1000 ausgerüsteten Flieger zum Verbauen. Ja. Geht nicht. Ja. Ich kenne das statt einen künstlichen Horizont, kann ich das einbauen. Ja. Hier. Ja. Genau. Wenn du irgendeinen findest, der dir das zulässt, der dir ein STC dazu schreibt, technisch ist der GFC 500 sicherlich in der Lage, den DR42 zu fliegen. Ja. Es geht hier wirklich um die Zulassungsverfahren. Die sind nicht zu verachten. Also das ist der Punkt, dass nicht das Backup verwendet werden darf. Ne? Richtig. Ja. Ja, dann ist es kaputt worden. Das Problem ist, der K140 ist es nicht der schlechteste Autopilot am Markt. Ja. Und die DA42 ist jetzt nicht das Flugzeug, das am dringlichsten ist, um einen neuen Autopiloten zu bekommen.
Für welche Turbine wird es am besten sein? Mit Sicherheit die PT6 als erstes und dann schauen wir, was passiert. Welche PT6 braucht ihr? Ich denke, dass wir hier mit, weiß nicht, entweder PA46 oder TBMs anfangen werden. Also PT6 ist sicherlich was, was auf der Roadmap steht. Und ja, beziehungsweise PT6 betriebene Flugzeuge. Teuer, gut, aber teuer. Jetzt kann man den rechnen, was so ein Einbau kostet. Also ich habe mich mit einem Avioniker unterhalten, der hat mir mal was von 80 bis 100 Stunden Labor an den Kopf geworfen für eine Autopiloteninstallation. Das kommt jetzt aber immer darauf an, wenn ich sage, ich habe schon alles fertig und Glascockpit macht nur Autopilot, ist es was anderes, als wenn ich sage, ich mache vielleicht noch andere Modifikationen im selben Zuge. Das vermischt sich dann immer. Also nochmal 6.000 Dollar. Nochmal 8.000 Dollar dazu. Doch, doch. Also 50.000, das ist sicherlich hochgegriffen. Denk mal. Ja, aber da braucht man das Engineering und das, den Umbau. Für das Engineering machen wir ja. Das STC kommt von uns und das ist ja kostenfrei. Mit dem Engineering wollen wir es dann. Das heißt, die Idee ist, wenn ich jetzt heute eine Bonanza habe, kann ich zu meinem Garmin-Händler gehen und sagen, ich bestelle einen Dreiachs-Autopiloten, verhandle mit dem ein bisschen, dass ich eben nicht den Listenpreis bezahlen muss, das ist der Listenpreis in US-Dollar. Umgerechnet liegt man dann, sagen wir, mit Mehrwertsteuer, schätze mal, beim selben Betrag in Euro. Roundabout. Ja? Und dann muss ich aber kein zusätzliches STC kaufen. Das ist da dabei. Das sind netto US-Dollar-Listen. Ah, okay. Deswegen, ich tue mir immer ganz schwer zu sagen, was kostet es denn hinterher. Das ist wirklich was flugzeugabhängig, Gesamtaufwand abhängig und natürlich auch vom Verhandlungsgeschick abhängig und vom Händler selber. Es gibt sicherlich die Ersten, die sagen, ich will unbedingt so einen Autopiloten verbauen, die sind sicherlich gesprächsbereit. Sagen, ja, habe ich Lust drauf, will ich machen, dieses Projekt will ich, brauche nur meinen ersten Kunden. Und insofern, ich kann immer nur sagen, was ist von uns empfohlener, der unverbindliche Kaufpreisempfehlung sozusagen. Das ist das, was ich auch sagen darf. Alles andere wäre auch vermessen. Ich kann nicht sagen, der kostet das. Ob es in Straubing schon sowas verbaut? Die sind sicherlich die, eine der ersten, die hier. Aber die haben noch keine gemacht. Die haben einen in progress, glaube ich. Ja. Muss ich gerade nachdenken. Es ja. Gibt 3-4 Händler, die hier eben schon geordert haben. Ja. Wann kommt er für die Seneca? Im Laufe 2018. Würde ich sagen. FAA zugelassen. Was meinst du genau? Oder man schreibt es halt, das ist nicht so teuer. Also wie gesagt, die Roadmap ist ein bisschen flexibel, die ist auch nichts, was wir jetzt beeinflussen können. Wenn ich jetzt plötzlich sage, ich habe hier eine Flotte von 100 Senecas, die sofort unterschreiben würden, wenn sie den Autopiloten kriegen, würde das sicherlich eine Beeinflussung der Prioritätenliste bewirken. Ja? Das würde ja auch sehr gut auf den Preis machen. Das würde sich vor allem sehr gut auf Fabians Jahresbonus machen. Ja. Aber deswegen, ich finde, es ist halt schwierig zu sagen, so ist es. Ne? Wir haben eine Roadmap, diese Roadmap ist flexibel, wird aber natürlich nach Prioritäten auch abgearbeitet. Wir haben die Initial STCs, das sind die schwierigsten. Das erste ist das Schwierigste. Das heißt, die nachkommenden STCs werden sicherlich flüssiger werden, weil das Kernprodukt ist dasselbe. Ja. Und dann muss man letztendlich sehen, sicherlich nach der Popularitätsliste. Was zum Beispiel auch nicht auf der G5 AML-Liste drauf ist, ist eine Population, ist die gesamte Population der DR400 hier in Europa. Grund kennt man in den USA nicht. Hat kein US
Type Certificate. Und alles, was kein US Type Certificate hat, muss europäisch nachzertifiziert werden. Das kommt, das machen wir auch, aber halt eben gutes Dreivierteljahr, Jahr später, nachdem alle anderen es schon konnten. Und die G5-Installationen, die finden gerade überall statt und erfreuen sich größter Beliebtheit, weil es halt einfach ein tolles Produkt ist. Und jeder, der heute schon G5 hat, in seiner 172er, muss dann halt irgendwann mal nur noch zwei Servos und einen Remote-Controller dazu kaufen und ist dann schon sozusagen ready to go. Sonst noch Fragen? Ihr habt jetzt die Wahl. Feierabend und Bier oder noch 5 Minuten Garmin Pilot drauf gucken? Garmin Pilot. Yes. Jetzt muss ich nur mal hier die iPad wäre cool. So lange geht die Präsentation noch immer. Ich habe nur noch 19% Strom auf dem iPad, also insofern. Ah, das ist gut. Die Garmin-App braucht so viel, oder nicht? Nein, aber die Garmin-App ist so eingestellt, dass das iPad nicht dunkel wird, nicht in den Sleepy-Mode geht und somit, wenn es an ist, ist halt an. So. Hier gab es noch irgendwo einen VGA-Stecker. Bear with me. Und. Weiß irgendjemand, wie das geht? Aha, also, was sehen wir? Garmin Pilot, habe ich ja vorher schon oder schon einiges darüber erzählt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, stimmt der Ausschnitt, ist alles da. Unsere Navigations-App. Man erkennt auf den ersten Blick, es kommt aus dem Hause Garmin. Die Symbole, die Buttons, die Icons sehen aus wie auf dem GTN, sehen aus wie auf den Portables. Da fühlt man sich im Prinzip eigentlich sehr schnell zu Hause, wenn man Garmin-Kunde schon ist oder wenn man andere Produkte gewählt hat. Und man sieht im Prinzip die gesamte, das gesamte Portfolio an Möglichkeiten. Map ist klar, da komme ich auf die Moving Map, Flugplan ist auch klar, Trip Planning, erkläre ich gleich den Unterschied, was zwischen Flight Plan und Trip Planning ist, Airport Infos, Charts etc. etc. Also all diese Funktionen sind über dieses Home-Menü direkt erreichbar. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die Map. Hier habe ich jetzt, klicke ich mal hier unten auf meine Location. Ah, das war natürlich klar, weil ich Österreich noch nicht runtergeladen habe hier als Karte. Aber ich habe, mal hierher, das ist mal die Basiskarte, die man so sieht. Also, basierend auf meiner GPS-Position weiß ich auch, wo ich bin. Ich habe alle meine NAV-Informationen, meine Airspaces und ich sehe auch schon im selben Zuge, A, ich bin online mit meinem iPad und B, ich habe hier überall Wetterinformationen schon eingespiegelt. Ich kriege sofort auf den ersten Blick eine Idee von der aktuellen Wetterlage, schon über diese Farbgestaltung. Ja, Untergrenzen lasse ich mir hier anzeigen mit der entsprechenden Farbkodierung. Das kann ich auch natürlich verändern, kann ich ja sagen, ich möchte Wind anzeigen lassen oder Cover, Overcast, Broken, Clear etc. Also all diese Möglichkeiten von Wetterüberlagerung. Wenn ich reinzoome, komme ich natürlich auch näher an eine höhere Auflösung ran. Ich würde auch mal im Interesse des neuen Kartenmaterials, das ich nämlich erst gestern runtergeladen habe, weil es erst vorgestern veröffentlicht wurde, nochmal zurück Richtung Heimat gehen. Hier bin ich zu Hause und wenn ich hier jetzt umschalte auf die neue OpenStreetMap, habe ich auch eine ganz andere Kartendarstellung, die für die VFR-Applikation sicherlich noch günstiger ist, weil ich einfach jetzt hier noch eine bessere Auflösung habe an Karten. Ich kann aber auch auf IFA umschalten, wenn ich möchte, oder auf die geliebte ICAO-Karte. Unterschiedliche Kartenprodukte, die ich hier als Basislayer mir auswählen kann und darüber lege ich mir alles, was ich sehen will. Als Overlay, wenn wir sagen, ich möchte Radar sehen, ich möchte Satellitenbilder sehen, etc. etc. Das zieht er sich jetzt eben übers Internet, je nachdem, wie gut meine Verbindung ist, aber da baut es sich schon auf, kriege ich ein aktuelles Wetterbild vom Süden von Deutschland.
mit den entsprechenden Informationen. Hier sehe ich die Regenfelder, die hier durchziehen. Ich sehe die Nebel- und Wolkenfelder, die hier durchziehen. Habe also auf meiner VFL ICAO-Karte ein wirklich präzises Wetterbild. Wo sehe ich die unterkleinsten Wolken? Indem ich hier auf Cloud Ceiling gehe. Jetzt sehe ich hier die Untergrenzen angegeben in Fuß. Ja. Ich kann mir das aber auch im Vertikalprofil mir anzeigen lassen. Dann müsste ich jetzt nur mal schnell umschalten. Moment mal, auf Flight Profile. Hier sehe ich jetzt, basierend auf meinem Flugplan, den ich hier von Friedrichshafen irgendwo hingeladen habe, ich weiß gar nicht, wo wir hinfliegen, ein Vertikalprofil mit Wetterinformationen. Und hier sehe ich ebenfalls die Untergrenzen und den Bewölkungsgrad, genauso wie ich die Windstärke und Windrichtung mit zunehmender Höhe sehe. Also, kann ich auch Notams sehen? Nicht grafisch. Ich kann die Notams nicht grafisch abrufen. Ich habe die Notams an meinem Wegpunkt dran. Wenn ich jetzt an die Karte rangehe, hat man schon gerade gesehen, egal wo ich hinklicke, geht dieses Grundmenü auf, das mir sagt, dieser Punkt, den ich gerade angeklickt habe, ist von meiner jetzigen Position 163 Meilen entfernt in 279 Grad und kann mir unterschiedliche Informationen abrufen zu der jeweiligen Position, wie zum Beispiel die Airspaces, die ich hier habe. München waren wir jetzt gerade, da sehe ich die unterschiedlichen Airspaces. Ich kann mir den Flugplan dahin verändern, Intersections dazu legen, halt, das war jetzt das Falsche. Search and Rescue at Latitude, Longitude, habe einen Wegpunkt erstellt und kann somit meinen Flugplan modifizieren und so weiter. Welches Gebiet ist Europa? Inwiefern? Was deckt es ab in Europa? Das ist eine weltweite Applikation. Und wenn ich jetzt entsprechend die Karte mir lade, oder war das die Frage Wetter oder Karte? Die Karte und den Flugplan, den ich dann mache. Ist Ungarn drauf? Ja. In Ungarn geht es bis... Ist Russland oder wie weit darf es denn sein? Achso, wenn es so weit geht. Aber Wetter geht nur bis zum... Wetter geht, naja, da wo ich Wetterinformationen habe. Ich habe MetaTAF, wo sie mir zur Verfügung stehen. Also auch, ich sehe hier, wo sind wir denn? Teheran. Da setzt mir das den Flight Star von Jefferson? Ich kenne den Flight Star von Jefferson nicht. Okay. Da sieht man jetzt eine ziemlich gute Abgrenzung vom Regenradar. Ja, hier sieht man, das sind die Außengrenzen und so weit geht hier im Osten eben das Wetterradar, also ungefähr Mitte Polen und dann so ein bisschen östlich, Ostösterreich ist auch abgeschnitten, aber ich habe... es geht bis Anfang von Ungarn, oder? Ja. Mitte Ungarn ist völlig. Mitte Ungarn, so weit geht's. Und so weit geht es übrigens auch im GSR 56, also das Connext-Wetter ist das gleiche. Das Autorouting. Also, schau, also Karte, da gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten. Da können wir, habe ich gerade schon gezeigt, Splitscreen mit unterschiedlichen Informationen. Hier kann ich dann auch im Splitscreen die Metas abrufen und TAFs etc. Ich kann mir Charts anschauen, schauen wir gleich an, etc. Also, Möglichkeiten im Splitscreen. Gehen wir mal einen Flugplan machen. Jetzt machen wir den mal raus. E-D-N-Y. Nein, nicht L-O-W-W, sondern L-O-A-V. Ja, alle L-O-V. Aber F-A, ja. F-A-Plätze sind immer schwierig. So. So, also, jetzt sehe ich auch hier schon in meiner Flugplanung, ebenfalls, da kann ich jetzt, habe ich wieder dieselben Möglichkeiten, mir die Karten anzuschauen. Schauen wir uns einmal das an. Habe hier auch schon meine Wetterinformationen etc. Jetzt sehe ich hier unten eine Summary. Distance, entsprechende ETE, eine Stunde 54 mit dem Wind, der mir auf diesem Weg schon vorherrscht. Das kann ich mir auch... Halt, Entschuldigung. Der Flieger, genau, das geht los, indem ich einen Flieger erstmal ein Grundsetup mache. Hier haben wir jetzt meine 182er hinterlegt, die muss man jetzt als Beispiel nehmen. Basierend auf dem Wind sehe ich auch schon, was ist denn eigentlich eine ganz gute Höhe. Das heißt, theoretisch bin ich hier in 7000 Fuß heute besser aufgehoben als in 13.000 Fuß. Kann ich das auswählen, mir meine Power Settings dazu packen. Okay, wir sind ein bisschen sportlicher unterwegs. Daraus resultiert dann auch eine True Airspeed.
in der Höhe etc. Also das wird alles automatisch kalkuliert. Und jetzt sagen wir, wann wollen wir los? Morgen 5 in der Früh stehst du auf. Ne? Ja, wahrscheinlich sogar früher. Also, morgen wollen wir 8 Uhr Zulu los. Ja, also mal ein bisschen ausschlafen. Und jetzt hat er hier auch, basierend auf meiner Abflugzeit, den Windforecast verändert. Also das nimmt er auch gleich mit. Und jetzt gehe ich hier auf Create Trip hier unten und möchte diesen Trip planen. Pilot in Command bin ich. Flight Information ist Eurocontrol. Flight Rules sind IFR, Aircraft Sign ist meine Cessna. Hier kann ein optionales Call sein. Departure hat er übernommen, Destination hat er übernommen. Kann ich mir noch LOWW als Alternate mit eingeben, das bietet er mir schon automatisch an. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich auch, überall wo ich einen grünen Haken habe, habe ich auch ein Forecast Weather. Dann kann ich auch sagen, okay, hier habe ich den Ceiling, Visibility etc. Das ist alles Wetter, das hier schon mit runtergerufen wird. Und jetzt klicke ich auf Autoroute. Wird es nochmal wiederholt. Bitte? Da gibt es jetzt keine Uhrzeit. Da gibt's, der Wetter ist ausverkauft um die Uhrzeit. Genau. Hier kann ich meine Parameter eingeben. Shortest Time möchte ich. Zwischen 80 und 150. Das kann ich natürlich verändern noch. Vielleicht nicht 150. Wir wollen vielleicht nur bis 100 haben, aber dafür in 60 anfangen. Halt. Ups, das ist ein bisschen arg nieder. So. Low Level Flight. Flight Rules All, IFR Preferred. Countries wollen wir nicht vermeiden. Zwischen Deutschland und Österreich wird es schwierig, da irgendwas zu vermeiden. Tirol. Und dann klicke ich auf Autoroute. Und jetzt hoffentlich finden wir hier was für diesen Trip. Was verwendet ihr zum Auto? Verwendet ihr den Autoroute EU? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Maschine da im Hintergrund läuft. So! Ist falsch. Sicher sofort. Also 2% Overhead würde ich jetzt nicht als falsch. Nein, es ist falsch, weil du du fliegst bis Baruch. Ja? Ja, und in Baruch bist du VFR. Richtig, an der Stelle ja. Das ist aber falsch, weil der LAV hat den Mobus. Ja? Wir haben ja IFR-Approach. Kann man es ausbessern da noch? Baruch Direct Mobus. Also es verwendet nicht den Autorouter, weil der Autorouter hat das drin. Hat das drin? Ja. Okay. Er hat es nur falsch drin. Er hat den letzten IFA-Teil bis zum 800.000 hat er als VFA, also du hast Movos VFA. Also ich als unbedarfter, nicht lokaler würde sagen, das ist ein anständiges Routing mit 2% Overhead und die letzten 10 Minuten. Bei einem Ceiling von 200 Fuß würde man in Baruch schwer tun. Würde ich aber auch nicht auf einen. Da haben wir, hier haben wir einen Cheat. Kann man das Handy so ausbessern noch? Nein, an der Stelle kann ich jetzt keine Modifikation machen. Keine noch nicht. Ja. Aber wie kann ich den jetzt ändern? Weil wenn der irgendeinen Weg vorzeichnet, den ich nicht möchte, dass ich den manuell ändere? Momentan ist es so, dass ich die Wahl habe, das hier zu akzeptieren. Friss oder stirb. Friss oder stirb. Zum Feilen. Ich kann ihm ja angeben, bevor ich den Autorouter mache, kann ich ja nach Movos fliegen und dann wieder fahren. Kann ich mir angeben, oder? Ja. Es ist die Frage, wie das funktioniert. Ob es dann akzeptiert oder nicht. Weil im Prinzip da ja ein Cycle dahinter ist, der hier produziert, der hier ein entsprechendes Routing kalkuliert. Ist es jetzt ein IFA-Platz oder keiner? Nein. Keiner. Du gehst bis Movos IFA, also eigentlich bis AVO 807. Ja. Ja. Und dann ist es VFA, das letzte Stückchen, der Platz. Die okay. Platzung, die ist VFA. Aber bis zum Mist Approach Point, das ist der AVO 807, bist du IFA unterwegs. Aber wie habe ich denn, wenn ich hier wenn das kein IFA-Platz ist, wie habe ich denn einen Mist Approach? Weil du hast einen Approach. Das ist ein GNSS. Du hast einen GNSS Approach. Okay. Ja. Und der heißt Movos 1 Alpha. Ich glaube, ich habe besser Unterhalt in Europa. Nein, in Amerika gibt es Unterhalt. Nein, hier, bei uns in Europa ist es einer der wenigen Plätze, wo es überhaupt gibt. Ja, ich sehe es ja. Der ist ja hier auch veröffentlicht, der GNSS. Genau.
Was du ja aber wahrscheinlich erwarten kannst, ist, dass du dann trotzdem ein Direct Movers irgendwann mal kriegst unterwegs, auch wenn du nur bist. Ja, das ist schon klar. Ja. Das ist klar. Das wirst du wahrscheinlich kriegen. Ja. Nur, aber beim, Entschuldigung, ja. Beim Rocket Root kannst du händisch das ändern, ja. Und dann suchst Validate und der gleicht das auch. Richtig, das ist im nächsten Software-Modul, das ist jetzt, sag ich mal, die erste Station vom Auto-Routing, das mich jetzt in diesem Jahr kein einziges Mal im Stich gelassen hat, was die Routings auch angeht. Dann als nächster Schritt ist, ich möchte manuell einen Flugplan erstellen und den validieren lassen oder einen Flugplan, den ich gekriegt habe, verändern und revalidieren lassen. Richtig. Ja? Aber Idee ist ja jetzt hier... Naja, oder einen Flugplatz erstellen mit mindestens einem Punkt, wo ich unbedingt hin will. Das kann ich jetzt schon machen. Na, da kann man ja mal was ich haben. Kann Manage Flyby Waypoints machen. Dann ist es genau das. Das ist genau. Wie heißt der Movos? Movos, ja, genau. So. Radius 5 Meilen. Okay. Da brauche ich eine permanente 4G-Abdeckung für das. Kommt darauf an, wie viel Geduld du hast. Oder WLAN geht natürlich auch. Ja, aber das machst du jetzt aus. Das machst du nicht in der. Richtig. So, jetzt gibt er gibt mir trotzdem nur bis. Ja, das ist voll. Sparung ist voll. Er gibt mir aber halt alles nur, das sind alles nur bis IFA-Flüge. Und insofern hat er hier keinen IFA-Approach, den er akzeptiert, den er nimmt. Ja, aber das ist IFA-Approach. Habe ich ja gesehen. Also insofern ist es vielleicht was eine Besonderheit. Fehlermeldung. Es gibt immer jemand, der irgendwas findet. Das ist mir schon klar. Ja? Auf der anderen Seite hättest du die Möglichkeit, mit einer App für 150 Euro ein Routing-System zu haben, das in 95% der Fällen einwandfrei funktioniert. Auto-Router-EU ist kostenlos, komplett kostenlos. Keine App, nicht integriert. Ist ein Routing-System. Seine App integriert ist. Okay. Ist ja schön. Oder das IFBS von Brüssel. Ja. Aber du kannst dann nicht in dein GTN übertragen. Naja, oh ja. Oh ja, du kannst es beim Rocket Root kannst du es ins Garmin übertragen. Natürlich. Na fein. Gibt der Garmin Route raus? SD-Karte? Ja. SD-Karte, ja. Das gibt es natürlich. Ja. Red ja von unserer Integration. Ja. Es gibt für alles einen Weg natürlich. Ich kann hier auch natürlich eine händische Integration machen. Ich kann natürlich meinen Flugplan hier jetzt händisch eingeben und dann nur drahtlos übertragen. Spaß beiseite, ne? Weil jetzt für einen ernsten IFA-Flieger, der kann nicht bei so einem Wetter, wie es heute ist, bis Baruch IFA fliegen und von dort an VFA. Richtig, der würde wahrscheinlich auch nicht zu diesem VFA, der ist ja hier als VFA-Platz gekennzeichnet wohl, obwohl es einen IFA-Anflug gibt, was sehr interessant ist. Ja. Ja. Na, der Platz ist ja VFA. Ja. Der Platz ist ja VFA. Aber er hat einen IFA. Österreichische Besonderheit wahrscheinlich, oder? Nein, das ist in Amerika, gibt es 100% oder sowas. Okay. Minimum gibt es immer. Oder dann halt VFA fliegen. Mhm. Ja. Wir haben auch IFA-Departure. Okay. Ja. Nehme ich gerne mit. Und du sagst, beim Autorouter geht es. Ich dass das in Deutschland nicht gibt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel diese Route umgekehrt, ja. Das können wir ja mal machen. Sagen wir machen Menu Invert Flight Plan. Machen das gleiche Spiel nochmal. Sagt sie mir auch, aha. Warnung, Weather Conditions near my IFR Departure. Das kann schon sein. Ne? Outside of my personal minimums. Ich habe hier Möglichkeit, an mein Pilotenprofil personal minimums zu setzen, um einfach nochmal eine zusätzliche Awareness zu generieren. Das IFA-Minimum in LAV ist 1500 Meter. Aber ich habe ja vielleicht sogar noch andere persönliche Minimums, die ich hinterlege. Meine persönliche Komfortzone hört früher auf als die legale Komfortzone. Ja. Ja. Stehst du nirgends auf? Gut, ist so. Ja. Na gut, also da müssen wir noch ein bisschen was verbessern.
was soll man da dazu sagen? X. Zeig mir eine App, die 100% perfekt ist. Da gibt's nicht. Eben. Das kann man im Rabattgespräch alles reparieren. Das ist alles reparieren. Absolut, absolut. Deswegen sage ich ja, sobald du Flightstream 510 nimmst, kriegst du es ein Jahr kostenlos mit dazu. Wie hört sich das an? Ja. Das ist hart, ja. So. Das zweite Jahr. Ja, so. Na, ein Jahr nachdem der Bug gefixt wurde. Was? Da reden wir nicht drüber, was wir als Europa da für ein Discount bekommen. Da bin ich gerade, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, vielen Dank fürs Anbringen. Ich war ja vor 2 Wochen beim Michel Erb. Und ich möchte natürlich nicht nur eine österreichweite Kooperation machen, sondern eine AOPA generelle oder zumindest europäische AOPAs eine Kooperation beginnen. Ich habe diese Frage an den Michael gestellt, gesagt, was muss ich tun, um euer bevorzugter App-Provider zu sein? Was kostet mich das und wie kann ich den... Es geht da mehr um den mechanischen Hintergrund. Wie kann ein AOPA-Mitglied sich als solches ausweisen? Und welche Benefits kommen da raus? Also da geht es darum, was ist die technische Plattform, wo man sowas dann vertreibt, verkaufen kann, und was ist das kommerzielle Modell? Ja. Sicher ist, diese Apps... Klar, Mitgliedsausweis gibt es ja. Richtig, aber ich verkaufe das ja nicht händisch, das läuft ja alles digital und elektronisch und so weiter. Ich weiß, es gibt einen Login-Bereich auf den AOPA-Webseiten. Darüber müsste man vielleicht sprechen, was die technische Möglichkeit ist. Dann muss man über das kommerzielle Angebot sprechen. An so einer App verdienen wir nichts. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, da zu sagen, wir können das zur Hälfte oder sonst irgendwas machen. Aber irgendwelche Benefits und Goodies wird es bestimmt geben. Ja, das ist klar. So, ich würde sagen, dass... Genug geredet. An und für sich schon. Du hast uns das Programm durchgebracht. Ich denke, wir öffnen jetzt die Bierrunde und dann können wir diese Gespräche dann face-to-face zu Ende bringen. Beer o'clock? Ja, Beer o'clock. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich überziehen durfte. Ich weiß nicht, falls noch irgendjemand online ist. Vielen herzlichen Dank auch an euch. Danke Robert, dass ich kommen durfte. Ich hoffe, ich darf wiederkommen. Vielleicht dann mit einer buggefixten Vöslau Approach. Ansonsten fliegt man halt doch händisch. Ja. Das Schlusswort an unsere Zuschauer, auch hier im Raum. Gerne auch eure Kritik auf office.aopa.at. Wir werden die Kritik aufnehmen. Ich werde sie weiterleiten. Lob gleich, Kritik später. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und alles Gute. Vielen Dank. Jetzt mal.